Grüezi miteinander. Mich haben Menschen schon immer fasziniert, die ein bisschen schräg sind, die ein bisschen aus dem Rahmen fallen, die ein bisschen eine Ecke abhaben. Das alles trifft zu auf meinen heutigen Gast, auf den Unternehmensberater Roland Bischofberger. Er war schon 60, als er mit seinem TÜV bis auf Saudi-Arabien runter ist. Und jetzt ist er dran, seinen TÜV fit zu machen für die Sommersaison. Ich treffe ihn gerade im Zweiradsport in Elk in Zürich. Herr Bischofberger. Schönen guten Tag. Bei TÜV-Leuten, ja, da sagt man sich nur du. Okay, ich bin zwar keiner, aber... Du bist heute ein TÜVler. Okay. Ich bin der Roland. Ja, ist gut. Und wer ist das? Das ist meine zweite Liebe. Okay. Ist ein Retro-Classic-Bike. Also das modernste von modernen, das man haben kann. Aber sie bauen wie die TÜV im 1960 in England. Wie BSA, Matchless, AIS, Triumph. Ja, einfach der klassische Motor mit beiden stehenden Zylindern. Und, aber mit der bist du ja nicht immer unterwegs. Du bist ja auch mit Harleys zum Beispiel, ja, unterwegs. Ja. Und über das möchte ich gerade mit dir ein bisschen reden. Weil mit der Harley bist du unter anderem zum Beispiel in Saudi-Arabien gewesen. Also das ist ja nicht gerade so eine, stelle ich mir so ein erstes Ziel von einem Töffler vor. Ja. Mal. Schon mal. Du bist auf jeden Fall allein. Das sind 6'000 Kilometer, oder? Ja, 6'000-7'000 Kilometer waren es. Ja. Ich habe die Planung ist schon sehr viel Schönes. Und dann die Ausführung. Und du kennst ja die Strecke schon vom Vorbereiten. Und dann erlebst du auch sehr viel. Was hast du denn erlebt? Zum Beispiel in Syrien, in Aleppo. Ich wohne dort immer im Hotel Baron, das leider jetzt geschlossen ist. Durch den Bürgerkrieg. Durch den Bürgerkrieg. Ja. Und dort hat Agathe Christie einen Krimi fertig gespielt, geschrieben. Auf der gleichen Terrasse, wo ich ein Bier getrunken habe. Und, aber in Aleppo bin ich so lange auf meinem Portemonnaie gehockt, dass mir die Kreditkarte verbrochen ist. Und dann bin ich in Not mit dem Geld. Und habe dann telefoniert mit denen und alles Mögliche. Und habe dann aber noch eine EC-Karte gehabt. Und habe dann, es gab dort mal nur zwei Bankomaten gegeben. Und dann bin ich gegangen und dort sind die Bankomaten anders gesteuert. Die geben zuerst das Geld und dann die Karte. Und dann habe ich ein paar Tranchen rauslassen, weil es nicht so viel gibt aufs Mal. Und dann hatte ich so eine Freude, dass ich endlich wieder Geld hatte und dass ich die Karte drin vergessen habe. Und dann bin ich ins Hotel zurück mit einer kaputten Karte, mit ein bisschen syrischem Geld und ohne die. Und da lernst du beten. Und dann solltest du noch schlafen, weißt du, weil du am anderen Tag eine Etappe hast, bis auf Amman runter. Ja. Das ist eine rechte Etappe, sind schwierige Strassen. Vor allem, weil es nie regnet, leider. Dann wird der Abrieb nie weggespült. Das sind also sehr säufige Strassen, sagen wir denen. Wie lange bist du unterwegs in den Tag? Also elf Tage. Ich bin am Tag etwa 600 bis 800 Kilometer gefahren. Und was hast du sonst noch erlebt mit Bevölkerung, mit Behörden, mit Polizei? Also ein Kollege hat noch mit kommen. Und der gesagt, ich habe das durchgerechnet, das geht nicht auf, die Rechnung. Und ich habe es dreimal durchgerechnet und gesagt, es geht auf. Und dann bin ich halt alleine gegangen, weil er gesagt hat, das geht gar nicht. Und ich hatte zum Beispiel Angst gehabt vor dem Tanken. Du fährst, ich habe mir vorgestellt, ich fahre in eine Tankstelle rein und muss alles, mein Zeug, alleine lassen. Und muss ihnen zahlen. Und das war eine völlig falsche Vorstellung, weil die Leute sind so lieb. Die haben mich reingenommen, haben mir Tee gegeben und mich mit Händen und Füßen. Und dann musste ich mal wieder eine Soundprobe geben, wie er tönt. Ja. Und dann sind sie glücklich gewesen, dann sind sie selber auch draufgehockt und haben gefüttert. Und also ich habe nur positive menschliche Erlebnisse in diesen arabischen Staaten gemacht. Sei es nun Jordanien, Syrien und so weiter, auch Saudi-Arabien. Ja. Also, du hast dich sicher gefühlt grundsätzlich, oder bist du auch noch immer wieder mit Polizei konfrontiert worden?
Ja, es hat etwa eine Kontrolle gegeben, aber in Saudi-Arabien hatte ich eine Polizeieskorte. Also so richtig wie ein Staatspräsident, ja, auf der Seite. Ich hatte mit bis zu 3 Polizeifahrzeuge, die mich begleitet haben. Und wenn ein Kreisel kam, haben sie noch die Sirenen angestellt. Und ich bin mit meinem offenen Auspuff, wo die Zürcher Polizei hat mir dort mal einen Monat lang den Fahrausweis weggenommen. Und wenn ich nach der 10. Nacht gefahren wäre, hätte es noch Buß gegeben von 2400 für Nachtruhestörung. Aber Saudi-Arabien. Also so Bussen bekommen, dass du das genau weißt? Nein, bei diesen Kreisen weiss man das. Okay. Aber Saudi-Arabien, die haben sogar noch Sirenen angestellt. Jetzt kommt der Schweizer. Und ich hatte am Anfang, die wollen mich beschatten. Die wollen schauen, dass ich nicht am falschen Ort hingehe. Aber am Schluss hat sich das Rätsel gelöst. In Jeddah unten sind die neben mir hingefahren. Wir haben nur Zeichensprache. Ich konnte mit denen nicht reden. Und bei jeder Bezirksgrenze haben sie gehalten. Und dann ist die neue Patrouille gekommen. Und so bin ich über 1300 Kilometer mit Polizeipatrouille gefahren. Und dann in Jeddah unten, wo ich gefunden habe, jetzt bin ich froh, dass sie da sind, dass sie mir helfen, das Hotel zu finden. Und ich habe so geschwitzt, mir ist so der Schweiß runtergelaufen über die Augen. Das brennt dann so. Und dann siehst du fast nichts mehr. Du brauchst dann viel Wasser, um die Augen rauszuspülen. Und dann fährt die Polizei nebenan und sagt zu mir, du gehst so, wir gehen da, ciao. Und dann bin ich alleine kurz vor Jeddah. Also sie waren nicht interessiert, was ich mache. Sie wollten mich echt beschützen. Darum war das auch so schwierig, ein Visa überzukommen. Weil der Aufwand ist ja riesengroß. Jetzt könnte man sich fragen, warum tust du dir das eigentlich alles an? Also ich meine, es klingt auch sehr lustvoll, aber was treibt dich genau an zu dem? Das habe ich seit Kind. Das ist ein Virus und ich will immer wieder Neues. Wenn ich nebenan fahre, fahre ich immer auf einer anderen Strecke heim. Und das ist das Größte für mich, etwas Neues entdecken. Ja. Wie zeigt sich das sonst im Alltag? Ich meine, du kannst ja nicht ständig auf dem TÜV hocken. Das ist eine Möglichkeit, das auszuleben. Was hast du noch sonst für Sachen? Meine Frau sagt, ich sei ein Gerätli-Fetischist. Aha, wie zeigt sich das? Ja, ich habe Funkgeräte, ich kann Flugfunk ablösen. Ich habe GPS und alles Mögliche. Ich tue Geocache. Da braucht es speziell. Da musst du mir jetzt genau erklären, was das genau ist. Weil ich kenne das nur vom Hörensagen. Geocachen ist eigentlich für Pfadfinder, die nicht erwachsen worden sind. Und du bist ein grosser Bub geblieben. Ja, das habe ich mich entschieden, dass ich nicht erwachsen werde. Mhm. Weil die Qualität als Bub ist viel, viel höher, als wenn du vernünftig als Erwachsener sein musst. Und auf Geocachen ist ein Spiel, das entstanden ist, wo die Amerikaner ihr GPS-System freigegeben haben, im 2000. Das war vorher für militärische Zwecke verschlüsselt. Dann haben sie es im 2000 freigegeben und dann ist das Spiel entstanden durch Zufall, dass die eine Familie etwas versteckt hat und der andere Koordinaten gegeben. Und so ist das Spiel entstanden. Und heute hat es auf der ganzen Welt etwa 2,3 Millionen Verstecke. Und hat etwa 5 Millionen, wir nennen uns Cacher, nicht Hasher, Cacher. und das hat etwa 5 Millionen, die verschiedenen Verstecke suchen. Also wenn du so unterwegs bist mit dem TÜV, hast du sicher das auch noch eingebaut, oder? Nur. Ja. Wenn ich mit einem Freund auf Spanien runterfahre, dann sagt er, du hast ein paar Cash raussuchen. Und so alle 150 Kilometer machen wir einen Cash. Dann kommst du an einen römischen Ofen an, der mit eingelassen ist, 2000 Jahre alt, wo es Keramik brennt hat. Und dann versteckt einer dort so einen Cash und zeigt dir ein Juwel, wo du sonst vorbeigefräset wärst. Kannst du beschreiben, was es ist? Also, das Fieber bis dorthin, das kann ich mir alles vorstellen. Und wenn du es dann gefunden hast, geht dann gleichzeitig der Puls wieder voll runter? Nein, das ist bleibt. Und weißt jetzt zum Beispiel, wenn ich in eine Sendung komme, kannst du erzählen, ich habe im Toten Meer den tiefsten Cache der ganzen Welt gelockt. Das ist ein paar hundert Meter unter 423 Meter. Nein, ich kann das GPS, ich kann dir die Fotos zeigen. 423 Meter unter dem Meeresspiegel. Oder ich habe den ersten in Europa, was es hat, gelockt. Der ist südlich von Dublin, am Brayhead. Ist er. Und das bleibt. Das sind Erlebnisse, die du
Das ist für mich Lebensqualität. Aber eben nochmal, du bist der Sucher, der geht, der findet. Und nachher, wenn du es gefunden hast, kommt dann schon das nächste Ziel so schnell wie möglich. Ja, ja, ich mache schon. Bist du so der Jäger und Sammler? Gestern habe ich auch einen gemacht, der hat einen neuen gehabt. Weißt du, du schaust auf dem Monitor schaust du an und dann schaut dich nur Smiley an. Das sind alle solche, die du gefunden hast. Und dann kommt plötzlich wieder so ein grüner Kleiner. Das ist gestern Morgen passiert. Die grünen Männchen? Nein, es ist ein Schächtel. Ah, okay. Gut. Also, ich meine, das ist einer, den ich noch nicht gefunden habe. Ja. Und dann habe ich halt das Velo genommen, die Töffjacke. Es ist unter der Flasche wieder trocken geworden. Und bin in den Wald rausgefahren bei Wittenwil und habe mit dem GPS den gesucht. Und habe mich unendlich gefreut an dem. Der ist so gut gemacht. Der ist in einem Wurzelstock drin. Ich hatte so Freude, dass ich dem Owner, also dem Besitzer von diesem Cache nachher geschrieben habe, habe mich bedankt und ich habe schon so viele schöne Erlebnisse gemacht, indem ich seine Cache, die er versteckt, gesucht habe. Und er hat herzlich zugeschrieben. Ja. Der Geo Fellow heisst er. Aha. Ja. Ich hätte riesen Spass, mit dir mal einen zu suchen. Muss ich ehrlich sagen. Ich kann dir da oben einen zeigen. Okay. Das müssen wir machen. Ich komme mit, aber nur, wenn ich hinten drauf darf. Ja, du bist versichert, oder? Ja, das muss ich jetzt ganz schnell überlegen. Darf ich das schnell klären? Siehst du jetzt, Rudi, das ist für mich Cashen. Vom Sentis, Kurfürsten, Berner Alpen bis zum Uetliberg-Turm hier unten. Und ein Ort, wo man sonst gar nicht hingegangen wäre. Es war übrigens ein schönes Viertel mit dir. Ruhig, abgeklärt, erfahren. Wunderbar. Ich bin also vorbereitet. Jetzt. Es ist ein Schwierigkeitsgrad 1. Das heisst, sehr leicht. Das hast du jetzt aus dem Internet? Das ist alles aus dem Internet. Jedes Versteck hat eine eigene Homepage. Ja. Und beim Schwierigkeitsgrad 5 würde man ein Seil brauchen oder eine Taucherbrille. Das ist der schwierigste. Und beim 1? Das ist der einfachste. Und wenn man da rauf schaut. Das wäre jetzt das 1. Ja. Das Gelände ist auch, dass man praktisch mit einem Kinderwagen hinfahren kann. Ich sehe auch, wie gross das ist, der Cache. Und das ist die genaue Koordinate. Und da habe ich das Kompass. Aber das brauche ich jetzt hier nicht. Gut, gehen wir schauen. Wir jetzt mal anschauen. Findest du? Ja, ich weiss nicht. Wenn ich jetzt hier hinlaufe, ich sehe ja, der Nullpunkt, also dort, wo die Koordinaten ist, da bietet sich das Bänkchen an. Was gibt es für Möglichkeiten überhaupt? Ja. Ja, ich würde jetzt bei dieser Feuerstelle suchen. Achtung, komm. Bei dieser Feuerstelle würde ich jetzt suchen. Nein, da würde ich nicht schauen. Unter einem Bänkchen. Was machst du jetzt? Was unter einem Bänkchen? Dass er irgendwo ist, da ist er nicht. Ja. Also müssen wir die Suchreise ein bisschen erweitern. Jetzt kommt deine Erfahrung ins Spiel, oder? Also da drunter ist er nicht. Ich will den Stein auflaufen. Nein, da braucht es eine Brechreise. Ja. Aber da hat es... Also kann es manchmal sein, dass er Werkzeug mitnehmen muss? Ja, das gibt es manchmal. Ja. Aber das steht dann auch in der Homepage. Ja. Also den Stein da. Müssen wir gar nicht probieren, wenn es läuft. Dein grosser Moment. Jetzt Achtung! Wahrscheinlich, ja. Ich habe gedacht, Schwierigkeitsgrad 1 für mich. Schwierigkeitsgrad 1. Aber es ist ein umwerfendes Erlebnis. Ja. Ich kann es nicht fassen. Was für Gefühle hast du jetzt? Unbeschreiblich. 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 Blutdruck 160 zu 110. Oh. Puls. Musst du schnell das Mikrofon? Ja, hast vergessen, den Blutdruck senken wir heute Morgen. Jetzt reden wir nicht über mich, sondern ich geniesse jetzt den Moment mit vollen Zügen. Okay. Ein Moment, der umwerfend ist. Da und da drin ist jetzt ein Logbuch und dort muss man sich eintragen. Und das ist dann auch die Kontrolle, wenn du die im Computer gelockt hast, dass du... Oh, ja, das und, ist da, das. Und da müssen wir uns jetzt einschreiben. Auf dem Zettel. Von Hand. Und darum habe ich immer so im linken Sack. Mit Daten und... Da.
Jawohl, sehr ja, schön. Siehst du. Würdest du dich da bitte eintragen? Würdest du dich bitte eintragen, bist ein Berger? Ja, ich hab's ja. Alles gut. Ich hab's ja. Ja, so ist vielleicht noch. Genau. Also es ist ein unglaublicher Moment. 46. Ich bin froh, dass wir den festgehalten haben. Das ist der 1956, ist, den ich jetzt gefunden habe. Wie viel? 1956 ist okay. Das. Müssen wir jetzt den nachher wieder versorgen am gleichen Ort? Ja, ja, das schon. Ja. Okay, ich kann es jetzt einfach in den Sack nehmen. Kannst du nicht heimnehmen? Nein, nein. Achtung. Nein. Ja. Schau jetzt. Und ich habe da noch etwas. Aha. Aha. Die Wesenszüge. Du hast darüber geschrieben. Ja. Das ja, haben wir jetzt schön versteckt, gell? Die Wesenszüge, das heisst, das geht auf einen Persönlichkeitstest zurück, wo du beteiligt warst in den 90er Jahren mit dem Professor Michael Dietrich. Richtig. Was wollt ihr da genau herausfinden? Es ist ein Versuch, den Menschen einzuschätzen, damit man bessere Anstellungen hat. Und weniger also auf der Personalsuche, jawohl, Kaderselektion. Ja. Auch mit Karriereberatung hat es zu tun. Wie viel Durchsetzungsvermögen hat er, wie kommunikativ ist er, wie feinfühlig ist er und so weiter. Das kann man alles herausfinden. Ja, aber es ist bloß ein Test. Also. Und das bist übrigens du, gell? Ja, 1992? Ja. Jawohl. Ja. Irgendwie Mitte 40, voll in der Krise, ja, nicht? Nein. Keine Midlife-Krise? Nein, das habe ich nicht gekannt. Ich habe geschafft, verstehe. Ja, gut, das war. Ja, also das ist jetzt eine Aussage. Das machen übrigens andere auch arbeiten, aber sie kommen gleich in eine Midlife-Krise rein. Aber wenn ich das so anschaue, da hat es so Sternli ganz rechts und Sternli ganz links. Die sind ja, soviel ich weiss, ja, die wesentlichen, ja, oder? Ja, das ist richtig. Und wenn ich das so anschaue, ein unglaubliches Selbstvertrauen, Robustheit, also die kann eigentlich nichts passieren im Leben. Ja. Jetzt können wir sie ja rückblickend auch anschauen. Ja. Selbstsicherheit. Also du bist ja immer an äußersten Punkten. Du gehst eben auch in eine Rolle rein, wenn du so eine Aufgabe hast. Also hast du beschissen da? Nein, ich bin in die Rolle geschlüpft. Du hast einfach gewusst, wie man den ausfüllt. Du kannst ja nicht einem Kunden sagen, ich will dein Problem lösen und selber ein Haufen Probleme mitnehmen. Dann wurdest du die ab und dann machst du den Job. Und der Kunde will nicht noch ein Problem mehr im Laden rein, wenn der Berater kommt. Du hast schon Erfahrung mit solchen Tests. Ja. Etwas, was mich extrem wundernimmt. Was kann man bei einem Menschen effektiv ändern und was nicht? Ja, also es muss ein grosser Leidensdruck da sein, dass man überhaupt etwas ändern kann. Und wirklich der Wille da von dem Betreffenden. Aber das hält sich in Grenzen. Also aus einem Mauerblümchen machst du keine Party, was sagt man, Party-Clown. Ja. Die Wesenszüge, da geht es ja auch so um eben, Sachen, wo tief in einem Menschen sind. Und würdest du sagen, es gibt Sachen, die man effektiv nicht ändern kann, wo es einfach darum geht, mit dem einen Umgang zu finden, sich selber annehmen? Richtig. Also man redet von verschiedenen Tiefen. An der Oberfläche betrachten kann man schon noch ein bisschen schnitzen und ein bisschen ändern und helfen. Aber je tiefer dass du kommst beim Menschen, desto starr ist eigentlich die sind die. Ich brauche jetzt ein Beispiel, da komme ich jetzt nicht ganz draus. Also zum Beispiel, was könnte man jetzt ändern, typischerweise bei einem Menschen? Auch wenn du zum Beispiel einem sagst, du bist ein grober Typ, du musst lernen zuhören. Du hörst ja deine Mitarbeiter gar nicht. Du musst anfangen, das kann man zum Beispiel sagen, jetzt musst du jedes Mal eine Gesprächskritik geben. Wenn du eine Aussage überkommst, musst du sagen zum Mitarbeiter in einem wichtigen Gespräch, habe ich dich richtig verstanden? Du siehst jetzt das so und so. Was hat dir jetzt das Wissen über dich gebracht im Leben? Ein gewisses Erschrecken. Komm her. Ja. Was für ein Erschrecken? Ich war da in dieser Zeit noch sackgrob. Ja. Aber es ist mir auch gar nichts anderes übrig geblieben. Es ist ums Überleben gegangen, es ist um eine Firma gegangen, es ist um Löhne zahlen jeden Monat. Und dann haben Gefühle nicht mehr viel Platz. Also wenn ich ihn heute mache, habe ich viel mehr Gefühl, weil ich mir das leisten kann. Hast du denn auf deiner Suche auch Sachen gefunden, wo du sagst, ja, das sind für mich Wahrheiten, das sind für mich Werte? Ja, wirklich. Also auch im Glauben. Wovon der Glaube sich auch verändert hat, weil ich immer gesucht habe. Und
ich glaube, ich habe zu mir selber gefunden. Ich bin natürlich auch bald einmal 70. Du bist mit dir selber im Reinen? Ja. Mhm. Ja. Das ist eigentlich eine starke Aussage. Weil nach dem suchen ja ganz viele, nach dem Punkt. Und du bist ja so ein richtig Suchender, ein Aktiver da drin. Und aber an dem Punkt bist du offenbar angekommen. An was merkst du denn das? Ich habe eine gute Partnerin, die ehrlich ist. Die noch mal einen Teller kann, der 36 Euro kostet. An der Wand anrühren, aber noch mit den Spaghetti drauf. Und das ist dann passiert ganz klar. Es ist schon passiert, ja, mhm. Aber das kommt nicht manchmal vor. Wir haben jetzt wieder Teller bestellt. In Italien. Dort, wo du herkommst, dort, wo du deine Wurzeln hast. Aber ich habe einen Menschen, der mir absolut Wahrheit sagt. Der mich auch gesagt hat, was für ein Ziel verfolgst du eigentlich mit dieser Sendung? Mhm. Du das mal beantworten, ja? Das ist noch schwierig. Ein Bier ist noch schwieriger. ich habe eine Lebensqualität gefunden, die ich jedem wünsche. Mhm. Und ich sehe sehr, sehr viele Menschen, die unzufrieden sind. Die leiden unter einem Chef, die leiden unter einem Partner. Und ich mache auch ab und zu einem Freund mache ich Mut und sage, gib dich nicht zufrieden mit dieser Qualität, die du in deiner Nähe hast. Entweder scheidet er oder dann fangen wir an zu arbeiten miteinander. Aber das ist doch kein Zustand, um ein Leben lang den Rest des Lebens so zu verbringen. Auf diesen Reisen, die du gemacht hast, die vielen Begegnungen auch mit Menschen, die Landschaften, die sich verändern, hat sich da eben so etwas wie Gott, dein Gottesbild auch verändert, mitverändert? Ja, das ist eben. Ich war sehr eng im Glauben gewesen. Und bist du der Heilsarmee aufgewachsen? Ich bin der Heilsarmee aufgewachsen. Ich kann aber wo auch tolle Sachen macht, muss ja, man sagen, immer wieder. Gute Organisation, wo ich auch sehr viele Lieder gelernt habe, wo ich beim TÜV fahren unter dem Helm singe. Und beim geschlossenen Helm tönt es viel besser als beim Jethelm. Aber als ich sehr mal mit dem TÜV über den Bosporus gefahren bin, ich über die Brücke. Istanbul. Früher nach Istanbul. Früher bin ich noch mit dem Schiff über. Da hat es noch keine Brücke gegeben. Und dann habe ich raufgeschaut und gesagt, du Vater im Himmel, muss ich jetzt da noch an der Brücke zu dir Allah sagen oder kann ich weiter Vater sagen? Und ich bin schon, mein Christentum hat sich schon, ich bin in eine Freiheit hineingekommen. Um den Professor Dietrich zu zitieren, der gesagt hat, die Menschen erleben die Vergebung durch Christus und dann zieht man ihnen die Zwangsjacke des Glaubens an. Du musst jeden Morgen eine Stunde Zeit haben, zum Bibel lesen, du musst säben, du rauchst nicht, du trinkst nicht, du gehst nicht fremd, weiss ich was alles. Und das ist eine Zwangsjacke und für mich hat Glauben nicht etwas mit Zwang zu tun, sondern ein ganz einfaches Prinzip. Du den anderen so behandeln, wie du selber behandelt werden willst. Wir müssen nicht ein Gesetz aufstellen und sagen, du darfst die Nachbarin nicht zu lange anschauen. Wenn meine Frau den Nachbarn zu lange anschaut, sage ich, du, es tut mir weh, kannst du mich wieder einmal anschauen? Verstehst du? Okay, du nimmst das gerade als Anlass. Ja, und ich ziehe dann gerade den Bauch ein, weißt du? Ja. Aber jetzt, ich will jetzt noch mal schnell dort bleiben. Hörst du den? Ja, ich höre den. Das muss in deinen Ohren sowieso Musik sein, eigentlich, ja, so ein Töpf, ja, oder? Ja. Ich höre das und höre es gleich nicht. Ich höre dafür andere Sachen. Ja. Aber den haben wir jetzt wahrgenommen. Und vor allem, ich merke, du hast totale Antenne für solche Sachen. Ja. Du hast ja auch Schweres erlebt im Sinn von Operationen. Also, man sieht es dir nicht an, aber bei dir ist einiges eine Baustelle, oder? Ja. Ich habe eine künstliche Bauchschlagader. Am Plastikschlauch. Ich habe eine künstliche Herzaorta. Das war eine gröbere Sache. Ich musste zweimal eigentlich mit dem Leben abschliessen und sagen, die Chance ist gross, dass es nachher nicht weitergeht. Und das dritte Mal, wo ich eigentlich unfreiwillig, wo ich nicht gewusst habe, wie, habe ich einen Flugzeugabsturz überlebt. Und da kommt man auch eine ganz andere Einstellung zum Leben über. Was hat sich verändert dort? Ich lebe viel mehr das, was mir gut tut. Mhm. Und ich mache viele Sachen, die man einfach machen müsste, mache ich heute nicht mehr. Sind die Sachen, der gesundheitliche Preisenstück, den du jetzt gezahlt hast, hat das etwas zu tun mit deiner Sucherei, um immer über Grenzen zu gehen? Ja, und ich habe viel zu viel geschafft.
Ich habe damit eine Familie ruiniert. Ich habe eine Kampfscheidung hinter mir. Als Christ, der jedem erklärt hat, wie es geht, sehr militant, habe ich evangelisiert. Und da schäme ich mich heute ein Stück weit. Es war damals eine ehrliche Äußerung, die ich gemacht habe, aber einfach unreif. Ja. Was bereust du am meisten? Ja, es sind gewisse Sachen, wo ich mich noch entschuldigen muss. Also ein Telefon muss ich noch machen. Wo ich muss bei der Susanne noch anrufen und sagen, Susanne, was dort und dort passiert ist. Ja, ist wirklich so? Ja. Okay. Ja. Ich habe die Nummern auf dem Tisch daheim, aber ich habe bis jetzt keine Zeit gehabt. Merkst du es? Was musst du dort? Ja, ist klar. Ich rufe aber noch. Ja. Also dir ist wichtig, Sachen in Ordnung zu bringen. Ja. Wo ich Menschen wehtun habe. Und wenn ich schon gerade so vor einer Kamera bin, wenn es jetzt Menschen gibt, wo ich es nicht gemerkt habe und ich kann ihnen wehtun, sollen doch die mir schreiben. Jawohl, die Adresse wird nachher eingeblendet. Nein, aber jetzt ernsthaft? Ja, ich finde es richtig. So, die können sich bei dir melden und sagen, ich Roland, das. Du hast mir wehtun. Das ist meine Chance, wenn ich mich selber in Frage stelle und ehrliche Äußerungen von außen bekommen. Weil das ist das Verfluchteste bei uns Christen, dass wir nicht ehrlich sind miteinander. Wie weit gehst du, wenn es darum geht, jemandem die Wahrheit zu sagen? Ja, ich will nicht verletzen, aber es tut dem gleich weh. Ich habe jetzt gerade einen Fall, wo ein Kadermann, wo wir angesprochen haben, wo ich jetzt ein bisschen gehört habe, was hat der für eine Presse in der Szene. Und ich muss ihm sagen, ich beduze es mit sympathischen Leuten, mache ich immer du. Ich muss ihm sagen, los. Einerseits sagt man, du bist ein absoluter Top-Fachmann. Auf der anderen Seite hast du ganz grosse Mängel in der Menschenführung. Und ich kann dich beim Kunden nicht wirklich empfehlen. Das müssen wir mit dem Kunden offen kommunizieren und dann sagen, du brauchst einen Coach. Einen, der neben dir einen Feinen, der neben dir dich beobachtet und dich auch korrigiert. Und wenn du das bereit bist, dann hast du die Chance, dass du die Stelle bekommst und sonst lassen wir es lieber sein. Redest du mit Gott in deinem Alltag? Immer. Ich rede mit dem Vater. Ich rede wie mit meinem lieblichen Vater, der mir ein Vorbild war. Ich rede mit ihm über alles. Also, es gibt kein Thema, das du nicht mit Gott könntest besprechen. Ich kann wirklich alles sagen. Oder tust du gewisse Sachen ausklammern? Nein, er sieht ja, wenn er ja allmächtig ist. Das kann ja auch Angst machen, oder? Er sieht alles. Nein, dem müssen wir wirklich nichts vormachen. Dem muss ich nicht ein schönes Gebet machen oder einen schleimigen Song. Der schaut in mich rein und weiss Bescheid. Und darum kann ich mit ihm alles reden. Okay. Ich danke dir, Roland, für das Gespräch, für die Offenheit. Gerne. An diesem Ort werden wir möglichst weiterfahren. Am Montagabend über Radio Live Channel tun wir das vertiefen. Jetzt habe ich Ihnen ganz ein außergewöhnliches Angebot, nämlich im Zusammenhang mit unserem Wettbewerb. Wir verlosen den Helikopterflug für zwei Personen. Wir holen sie möglichst in der Nähe dort ab, wo sie wohnen. Machen dann einen Rundflug, damit Sie so richtig von oben einmal Ihre Umgebung kennenlernen können. Gesponsert vom Hotel Riverside in Zweidlen. Wenn Sie dabei sein wollen, schreiben Sie uns bis nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Am nächsten Wochenende empfängt Sie Talin Baumann, das Thema dann «Die Macht des Essens». Und in zwei Wochen heisst es bei mir «Swissmade». Auf Wiedersehen, danke fürs Zuschauen.